Wissenschaftliches Schreiben kann man lernen. Das ist nicht immer einfach, aber es gibt ganz viel Unterstützung. Nicht nur hier bei uns an der SLUB in Dresden und über das Schreibzentrum, auch in der Gemeinschaft mit der TU Darmstadt und der TU Stuttgart in einer langen Nacht des Schreibens. Die findet statt am 3. März und hat ein vielfältiges Angebot über alle Hinweise, die Sie vielleicht benötigen, um Ihre Arbeit anzufangen, um endlich weiterzumachen, um sie abzuschließen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist oft einfach der Impuls, der fehlt. Man weiß nicht, wie man anfangen soll. Das Beste ist, einfach losschreiben, sich über die Schulter gucken lassen vielleicht. Und diese Chance haben Sie am 3. März. Sie sind herzlich eingeladen, hier mitzumachen und sich anzumelden.